Ja, hallo liebe Leute, Stjami hier und willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Warrior Let's Play. Und ihr habt euch entschieden, oder besser gesagt, die meisten ist es egal, dann level ich im Account Gear weiter. Ihr seht, ich habe hier eigentlich ja alles, was man so anziehen kann an Account Gear. Dann kann ich das Ganze hier mal ein bisschen beschleunigen. Und mittlerweile bin ich ja eh schon länger nicht mehr gestorben. Wer mich sterben sehen will, wenn es passiert, der sieht das wahrscheinlich in der Iron Man Challenge. Ich hoffe nicht, dass es passieren wird, zumindest nicht so bald. Sonst wird es Zeit, der entkommt erstmal beinhart die ganze Zeit. Sonst wird es Zeit, dass ich nochmal was anderes probiere in der Iron Man Challenge. Wenn es mit dem Priester nicht klappt, auf jeden Fall das Ganze nochmal probieren. Aber ich glaube, das nächste Mal mit dem Hunter. Aber noch bin ich guter Dinge und glaube, dass ich das ziemlich weit bringe. Ich hoffe es zumindest mal. Und dann noch eine andere Sache. Und zwar habe ich ja schon das seit längerer Zeit, jetzt schon seit ein paar Wochen eigentlich, mehr als 500 Abonnenten. Mittlerweile schon knapp 600. Das geht mir zu schnell. und zwar möchte ich für mein Abo-Special noch für 500 Abos. Es ist schon ein bisschen delayed, aber egal. Und zwar würde ich da gerne ein paar Fragen von euch einbauen. Ich baue das so im Dokumentar-Style auf und erzähle einfach ein bisschen was über mich und über meinen Channel und bla bla bla. Und da wollte ich ein paar Fragen von euch vielleicht, was ihr so an mich habt, keine Ahnung, was auch immer, was euch so in den Sinn kommt. Die besten oder das, was mir am meisten gefällt oder euch am meisten interessiert, beantworte ich dann ganz natürlich in dem Video. Und ansonsten schauen wir dann weiter. Das würde mich natürlich am meisten interessieren. Also hopp hopp, ab in die Kommentare und alle möglichen Fragen stellen, die euch einfallen. In der Zwischenzeit stecken wir hier kleine Fähnchen in den Arsch von den Soldaten hier. Warum auch immer. Um schnellstmöglich mal endlich Level 60 zu werden. Das zieht sich ganz schön, muss ich sagen. Ganz schön viel, wie viel Plate haben wir schon auf dem Char, schauen wir mal. Ah, okay, es geht eigentlich, gesamte Spielzeit, 1 Tag, 8 Stunden, 55 Minuten. Das hält sich ja in Grenzen. Ich dachte, wir sind schon bei viel mehr. Mal schauen, ob wir es unter 5 Tagen schaffen, um überhaupt, ups, das ist ja gar nicht meiner, das ist ein Ork. Ob wir es unter 5 Tagen schaffen, um überhaupt mal auf Level 100 zu kommen, aber ich glaube nicht. Wenn das so weitergeht. Und die Let's Play Serie wird natürlich auch weiter fortgesetzt. Wenn ich auf der Maximalstufe bin, gebe ich auf Max Level genug zu tun und den Char zu equippen, was auch immer. Und natürlich können wir dann auch mehr machen. Für alle Leute, die nämlich einen Allianz-Charakter haben, können wir dann hier zusammen entweder mit dem Let's Play Char oder mit meinem Paladin, den ich gerade noch level, weil ich habe einen zweiten Paladin auch noch. Der heißt auch Stjami, nur mit dem kleinen Dächchen hier über dem I. Und dann kann man auch für die Leute, die Allianz spielen, mal gerne was zusammen machen. Ja, mehrere haben ja schon mal gefragt, entweder in den Kommentaren oder auch auf Facebook und Twitter würde ich des Öfteren schon angetextet, ob man nicht mal so Community-BGs oder so weiter machen kann. Natürlich können wir das, da müssen wir dann schauen. Am wahrscheinlichsten wäre das Ganze immer, wenn wir es an einem Wochenende machen würden. Da würde es natürlich immer ausgehen, irgendwann am Nachmittag oder Abend. Und ja, aber dazu komme ich dann noch Bescheid. Es wäre es am schlausten, wenn ihr euch hier bei meinen oder bei Social Media registriert, hier Twitter oder Facebook, und da gebe ich das Ganze dann nochmal Bescheid. Dann können wir uns mal einen Termin ausmachen und da zocken wir mal eine Runde BGs oder eine Instanz oder was auch immer. Irgendwas fällt uns schon ein. Alter, jetzt gibt das so viel EP. Kranke Scheiße hier. Und dann können wir uns das Ganze ausmachen und dann wird er einfach durchgeroffelt. Würde mich auch interessieren, wie ihr den Patch 6.1 bisher so findet. Ich finde es eigentlich ganz gut bisher, was sie alles so eingefügt haben. Vor allem durch die ganzen Quests hier für Instanzen und so weiter hat das zumindest ein bisschen wieder was zurückgebracht. Rein spielerisch, also vor allem zum Beispiel HC-Instanzen bin ich eigentlich nur am Anfang von Warlords of Draenor gegangen und dann eigentlich so gut wie gar nicht mehr, weil es halt einfach überhaupt keinen Sinn hatte. Warum auch? Nicht mal den Daily Dungeon, weil für die 40 Garni-Resi wollte ich da auch nicht unbedingt reingehen. Und jetzt gibt's halt da hier immer diese Quests und bla bla bla. Und auch für die Erbstücke hier diese Quest, wo man dann so ein Gratis-Upgrade bekommt. Und da zahlt sich's halt dann schon aus, ab und zu mal reinzugehen.
Das Einzige, was mir fehlt, ich will mich nicht nur durch LFR equippen, wenn ich mit Twinks da drin unterwegs bin. Also, wenn ich jetzt einen neuen Twink hochziehe und irgendwie im aktuellen Content mitmachen will, dann bin ich ehrlich gesagt dazu gezwungen, dass ich entweder die alten Raids nochmal renne, die so gut wie kein Schwein mehr macht, weil Hochfelsgruppen findet man auch ehrlich immer weniger. Und in NHC-Innis oder HC-Innis kriege ich halt einfach nicht das Gear dafür, dass ich da dann mitgenommen werde. Das heißt, ich muss eigentlich LFR gehen, um überhaupt da mitgenommen zu werden. Aber ich habe halt irgendwie am wenigsten Bock, muss ich sagen, auf LFR, weil das irgendwie einfach nur abfuckt. Und da wäre es halt irgendwie, keine Ahnung, eine Möglichkeit, dass man, wie auch für die, wie heißen sie nochmal, Challenge Modes, da gibt es ja auch diese Beutel, die immer weiter geupgradet werden, dass ich an besseres Gear komme, aber warum gibt es dann nicht auch für die Garni wenigstens eine Quest, dass ich da ab und zu mal rein muss und vielleicht auch die Chance habe, ein bisschen ein besseres Item rauszuziehen. Zumindest einmal am Tag, sowas wie damals hier immer mit diesen Daily Random Dungeons, also ich weiß es halt noch zu Burning Crusade oder Wattle Car, wo man hier mal diese Quest angenommen hat und dann hat man halt für den Daily Dungeon nochmal mehr so Marken bekommen. Und da es ja jetzt Gold gibt und fürs Gold du nicht wirklich Gear kaufen kannst, außer das, was du craften kannst, und das ist auch nicht überragend gut, weil es meistens genau die beschissensten Stats drauf hat. Ah, ich bin hier schon lange fertig, was renne ich hier die ganze Zeit im Kreis? Ja, aber zumindest kommt man durch Crafting ein bisschen besser an die ganzen Sachen ran. Das Einzige, was mich am ganzen Crafting-System jetzt stört, ist, dass es das alte Crafting-System bzw. die alten Gebiete komplett unnutz gemacht hat. Das heißt, ich brauche keinerlei der alten Ressourcen mehr, sofern ich nicht irgendein Transmog-Item oder sonst irgendwas herstellen will. Ich kann halt einfach nur in meiner Garnison gammeln und mir dadurch meinen Beruf hochskillen und das finde ich irgendwie nicht so cool. Weil es irgendwie das ganze Spielerische aus der kompletten Welt rausnimmt und das immer auf einen neuen Content festlegt. Da wäre es schlauer gewesen, weiß ich nicht, trotzdem einfach nur, also nicht gerade Rezepte einzufügen, womit ich dann halt von 1 bis 700 skillen kann, so wie es halt jetzt ist. Klar kann man das Ganze erst, wenn man überhaupt schon mal einen Char auf Level 90 hat, weil man die Dinger nicht vorher lernen kann. Aber was kriegen wir hier? Nicht wirklich was Ordentliches, aber trotzdem ist es halt kacke, weil wozu soll ich vorher die Berufe skillen? Bringen wir ja vorher auch nicht wirklich einen Vorteil, zumindest bei den meisten nicht. Einzige, was halt wäre, wäre zum Beispiel Alchemie, wo man halt so einen Flask oder sowas rauskriegt. Aber sonst macht es halt einfach null Sinn, dass man da irgendeinen Beruf vorher hochskillt. Also finde ich irgendwie ein bisschen traurig. Weil ich irgendwie gern, vor allem am allerliebsten halt in den alten zwei Gebieten, also hier östliche Königreich und Kalimdor unterwegs war. Und ja, gibt's halt rein spielerisch nicht mehr viel, außer dass man halt die Instanzen rennt oder sonst was. Aber da gibt's ja überall schon 50.000 Teleportmöglichkeiten, dass man da ja nicht irgendwie durch die Welt gehen muss. Klar, für viele Spieler ist es halt blöd, weil sie nicht viel Zeit haben. Und dann muss es halt so schnell wie möglich gehen. Ist schon klar, aber naja, gerade bei Berufen oder so irgendwas, was man so nebenbei skillen kann oder gerade weil es jetzt mit WoT ziemlich gute Items dazu zu ergattern gibt oder zumindest für den Einstieg gute Items, wäre es halt gut, wenn man da noch ein bisschen Aufwand mit reinstecken muss. Aber naja, das war Blizzards Entscheidung. Bin mal neugierig, wie sie es mit dem nächsten Addon machen werden, weil ich fast glaube, dass sie mit dem nächsten Addon wieder versuchen, die Spielwelt wieder im Ganzen besser zu benutzen, sagen wir mal so. Es gab ja schon auf vielen, die ganzen Quests an, auf vielen Fansites schon die ganzen Spekulationen, dass Blizzard es vielleicht vorhat, dass sie die ganzen Questgebiete, also so wie wir sie hier kennen, zum Beispiel hier Dunkelküste 10 bis 20 und so weiter, dass sie das Ganze zusammenschrumpfen, also dass wir mehr oder weniger wieder nur 1 bis 60 an Levels haben, aber halt die Gebiete dann komplett verändert werden und zusätzlich zusammengelegt. Also das heißt halt, ich mache halt dann in einem einzigen Questgebiet keine 10 Level mehr oder was weiß ich, sondern dann gibt es halt nur noch ein oder zwei Level pro Gebiet und das zieht sich halt dann über Nordend und Burning Crusade und so weiter mit. So dass man vielleicht auch mehr Auswahl hat, was für ein Questgebiet man denn als nächstes angehen will, wäre halt nochmal so eine Idee. Und dann kamen ja auch noch die Spekulationen letztens auf, weil hier das Thema mit dem Time Walker wieder aufgegriffen wurde. Weil es wurde ja schon vor 2 Jahren mal angekündigt, dass es ein Feature geben soll,
wo man sein Level runterskalieren kann. Das heißt, wenn wir jetzt Level 100 sind, kann ich mein Level auf 60 runterskalieren und kann dann mit dem Feature halt, sagen wir wieder mit einer 10er-Gruppe oder was, Molten Core gehen. Und da gibt es halt dann Transmog-Items oder Pets oder Mounts oder was auch immer, wenn ich das Ganze so bewältige. Wäre keine schlechte Idee, aber ja, wie gesagt, die Community hat das letztens wieder mal irgendwo aufgegriffen, weil sie wieder den Twitter-Post ausgegraben haben hier von einem Blue-Poster. Und da kamen halt wieder die Spekulationen auf. Würde mich auch interessieren, was ihr davon haltet. Also ich finde das gar kein so ein schlechtes Feature, wenn es kommen würde. Was mich aber eher motivieren würde, wenn es nicht für einen kompletten Raid ausgelegt wäre, sondern wenn ich dann halt, das skaliere ich mich auf 60 runter. Und dann kann ich das trotzdem mit 5 Leuten oder so machen. Weil wir haben es auch erst ausprobiert, auf mit Level 60er Twinks oder sonst irgendwas Molten Core zu gehen. Whee, Level Up. Das ist absolut keine Herausforderung mehr. Also normalerweise haben wir 2 oder 3 Leute dafür gebraucht. Ein Healer, ein Tank, ein DD meistens. Manche Bosse gingen aufgrund der Mechanik nicht. Andere konnten wir aufgrund der Mechanik verbuggen. Wie zum Beispiel Luzifron hier in Molten Core hat ja diese 2 Begleiter, die uns Mind controllen. Und da konnten wir einfach mit dem Warlock zusammen hier die Teufelsbestie beschwören. Die kann er anscheinend nicht Mind controllen. Versucht das die ganze Zeit irgendwie nur auf die, komischerweise. Und da haben wir auch schon einen Easy Kill hingelegt gegen den Boss. Einfach nur, weil sie teilweise so verbuggt sind. Ich schätze mal, dass das gleiche auch im Tempel von Ankirai bei dem ersten Boss funktionieren würde. Bei dem komischen Skerem, glaube ich, heißt er. Ah, naja, probieren wir. In Zukunft nochmal aus. Da würde ich auch noch Videos zu machen. Das könnte auf jeden Fall interessant sein. Wir machen so Twink-Stuff und so weiter. Auch mehreres zusammen in letzter Zeit. Und auch noch, wer das noch nicht mitbekommen hat, auf Twitter poste ich das eigentlich hauptsächlich, dass ich hier momentan einen neuen Account angefangen habe. Und da level ich meinen Paladin, und zwar heißt er Escarbo. Und den level ich auch wieder auf Rexar hier in meiner Gilde, nur dass ich da auf einem komplett neuen Battle.net-Account bin und da einfach wieder alle Erfolge und so weiter gerade mache. Zurzeit ist er Level 19, glaube ich. Also vielleicht trefft ihr mich ja mal, vor allem im BGs, weil wir momentan nur durch Battlegrounds leveln zu zweit. Vielleicht trefft ihr mich ja da mal an. Und könnt da gern mich anschreiben oder sonst irgendwas, da können wir da auch gerne BGs zusammen machen. Und dazu werden auch noch ein paar Videos kommen, aber die dauern noch ein bisschen. Das gleiche, jetzt habe ich dann das ganze Soloing-Zeug durch, zumindest bis Cataclysm. In Mist of Pandaria ist das ganze Soloing ein bisschen anspruchsvoller, da habe ich noch nicht allzu viele Bosse probiert. Was ich bisher probiert habe, war eigentlich nur Thron des Donners. Da waren wir einmal zu zweit drin und einmal war ich alleine drin. Hui, 500 Quests schon. Und im Thron des Donners habe ich da auch nur bis Horridon gemacht. Beziehungsweise haben wir damals auch nur zu zweit bis Horridon gemacht. Das ist eigentlich absolut kein Problem. Im Boss kann man halbwegs easy, sagen wir so mal, noch farmen, wer das Mount noch haben will. Der droppt sich ja mehr oder weniger selber als Mount. Ja, und ansonsten in MOP habe ich noch nicht voll viel probiert, aber ich schätze, dass da auf jeden Fall noch einiges möglich sein wird, vor allem aber als Prot-Paladin und nicht als Retri, also nur noch für Prot-Klassen wahrscheinlich. Oder Magier, Magier sind da auch immer gut mit ihren Kack-Spiegelbildern. Und da schauen wir dann einfach, was da noch drin ist. Ansonsten gibt es dann weiter mit anderen Videos, und zwar kommen dann wieder jede Menge andere Guides. Was ich auf jeden Fall noch mache, sind die Mount-Guides. Also wo ich welches Mount bekomme, dann gibt es natürlich noch die Erfolgsguides für die ganzen Mounts, zum Beispiel hier, wie kriege ich aus den Wortel-KHC-Inis das Mount, was für Erfolge muss ich machen, wie viele Leute brauche ich dafür, bla bla bla, und das Ganze natürlich auch aus den Raids, wie Feuerlanden und Dragon Soul und wo es nicht überall Mounts über Erfolge zu holen gibt. Und ja, noch vieles mehr, haben auch letztens mit dem Kollegen zusammen was anderes Cooles ausgetüftelt, das wird viele interessieren, da will ich aber noch nicht mehr dazu sagen, weil das Ganze noch in Planung ist und noch ein bisschen braucht. Und ja, ansonsten könnt ihr noch ziemlich viel auf meinem extremst geilen Channel erwarten. Und jetzt haben wir hier schon mehr als genug Wichtel gekillt. Alter, du brauchst dich hier nicht mal mehr konzentrieren, kaum hast Account hier angezogen, kannst hier einfach nur noch drüber roffeln. Ah, den brauche ich noch gar nicht, okay. Kannst dir einfach nur noch drüber roffeln und die Leute überfahren. Aber so macht's Questen gleich viel mehr Laune, wenn ich nicht mehr pausenlos Angst haben muss zu sterben. Weil ich letztens gefragt wurde, viele kennen den Ring hier nicht, also den Schreckenspiratenring, und haben sich gewundert, wo ich den her habe, weil ich ihm vor allem mit meinem Twinkpal öfters angeschrieben wurde jetzt im BG, weil ich den natürlich auf meinem neuen Account auch schon habe, und da war ich gerade mal Level 15, als ich das Ding gewonnen habe. Und zwar ist hier in der Beutebucht,
Da finden wir hier ganz unten, hier ist die Beutebucht. Jeden Sonntag, warte, dass ich nichts Falsches sage. Und zwar hier sieht man es, jeden Sonntag ab 14 Uhr ist das Angelturnier. Und wenn ihr dort den ersten Platz macht, ich glaube es reicht auch noch der zweite Platz, dann könnt ihr euch hier den Ring holen. Dazu spawnen an der Kiste, genau ab 14 Uhr einfach nur Schwärme. Die könnt ihr einfach angeln und da fangt ihr so komische Fische raus. Ui, Achievement Hunter. Da fangt ihr so Fische raus, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen. Schleckerfisch oder so, oder Leckerfisch, irgendwie so, keine Ahnung. Und da müsst ihr 40 insgesamt von den Dingern holen und dann müsst ihr wieder zurück nach Beutebucht und die Quest abgeben. Und wer das als erstes schafft, hat natürlich gewonnen. Na, lasst euch da nicht verängstigen, da seht ihr verdammt viele Leute rumschwirren. Natürlich habt ihr das Pech, wenn ihr auf dem großen Server seid. Wenn ihr auf dem kleinen Server seid, so wie ich, macht euch keine Sorge. Ihr seht zwar viele Leute, aber das zählt für jeden Server extra. Also das ist egal, wenn ihr hier Leute von, wie zum Beispiel ich spiele auf Rexa, wenn ich da Leute von Maligos oder sonst irgendwo sehe, ist das scheißegal, weil wenn es der als erstes abgibt, dann zählt das nur für ihn und nicht für mich. Das heißt, ich kann trotzdem noch den ersten Platz machen. Und naja, trotzdem sind immer welche da vom Server, natürlich jetzt, weil viele jetzt erst gesehen haben, dass es den Ring überhaupt gibt und das natürlich auf WoW-Head oder sonst irgendwo nachgeschlagen haben. Ich hatte den schon länger, das Turnier in Nordend, wo es ihn damals eigentlich gab, das gibt es schon länger nicht mehr. Das wurde damals mal rausgenommen, weil es aufgrund von Crossrealm ziemlich verbuggt war. Und zwar, was noch ein hilfreicher Tipp wäre, wenn ihr das Ganze nicht gerade jetzt machen wollt, mit dem Angelturnier, das ist jedes Mal, wenn Zeitumstellung ist, ist das extremst verbuggt. Also, wenn jetzt die Zeit wieder eine Stunde nach vorne gestellt wird oder was und der Angelwettbewerb eigentlich erst um 15 Uhr starten würde, fängt er trotzdem schon eine Stunde vorher an. Das heißt, ihr könnt schon alle Fische fertig angeln, weil die Dinger schon gespawnt ist, der NPC spawnt aber erst später. Das heißt, ihr angelt alle fertig und wartet dann einfach nur noch die restliche Stunde hier vor dem NPC, bis das Turnier anfängt und könnt direkt abgeben. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Weil da gibt es auch noch die beste Angelroute in-game und so einen Faden, den ihr auf die Angel packen könnt. Der ist auch um ein Angelskill besser als die ganzen anderen. Den gibt es aber auch von der Angel Daily in Dala. Und so Stiefel, mit denen ihr euch nach Beutebucht porten könnt. Und ja, das war's eigentlich schon. Achso, ich muss hier dabei bleiben. Und ja, wie gesagt, ich fahre mir das eigentlich immer alles. Keine Ahnung, macht einfach Laune. Boah, wen haben wir hier? Prophet Velen. Spoiler. Spoiler-Alarm, stirbt er nicht in Warlords of Draenor? Oder war das nur der damalige WLAN und nicht der jetzige? Ich weiß das gar nicht. Ich habe zwar letztens meinen Paladin da ausgequestet und habe das Video gesehen, aber ich habe da zu wenig mitgelesen, als dass ich das gecheckt hätte, was da abgeht. Vielleicht weiß es ja einer von euch, ob das der aktuelle WLAN war, der sich da geopfert hat, oder der damalige. Jetzt warten wir, der soll anscheinend den hier entweder zurückholen ins Leben, aber ich glaube, der stirbt. Bei der Hordenquest-Reihe stirbt der Typ da. Nicht jeder, der wandert, ist verloren. Weil ich weiß nur, dass bei Horde gibt es hier bei dem Turm irgendwo so eine Quest-Reihe und da stirbt der Typ dann am Schluss. Ich glaube, das ist hier das Gleiche. Im Gedenken, bla bla bla. Ja, ich glaube, der ist tot. Wir konnten nichts mehr für ihn tun. Und dann sind wir hier in dem Questgebiet auch schon fertig und können schon ins nächste rüberrennen. Ab Level 58 dürfen wir dann auch schon endlich in die verwüsteten Lande. Und ja. Verwüstete Lande, sage ich hier, in die Höllenfeuerhalbinsel, so hieß das Ding. Da geht es dann richtig voran mit den ganzen Scherbenwelt-Quests. Die mag ich irgendwie wieder am meisten. Nordend fuckt mich dann wieder ziemlich ab, muss ich sagen. Kataklysm geht dann wieder und dann kommt das Schlimmste bisher und das ist Mist of Pandaria. Ich weiß nicht, ich hasse einfach das ganze Panda-Gebiet. Am Anfang fand ich es richtig geil zum Ausquesten, aber wenn man da erstmal mit 20 Chars durchgequestet hat, ist es ziemlich, ja, krebserregend, sagen wir mal. Und aber ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Seit 6.1, seitdem die Erbstücke auch weitergehen und seitdem die Innis gebufft wurden mit 6.0 schon, habe ich das Ganze gar nicht ausprobiert. Wie es jetzt ist mit dem Durchquesten. Ich glaube, dass es viel angenehmer geworden ist. Hoffe ich zumindest mal, dass es nicht immer noch so ein Krampf ist, das ganze Ding durchzuquesten. Ich weiß nur, dass ich meinen Shami da durchleveln musste, weil ich synchron auf meinem Second Account und meinem Main Account damals einen Schamanen und einen Magier gelevelt habe. Und der Magier war schon Level 90, der Schamane erst 85 und da musste ich da nochmal durchleveln und das war so ein Krampf.
wenn du erstmal ein komplettes Questgebiet durchquesten musst, damit du ein Level schaffst. Das ist mal so gar nicht mein Ding. Ich level zwar an und für sich gerne, aber nicht bei sowas. Und da haben wir schon unsere erste Quest hier. Bei der kleinen Zwergin. Flugpunkt natürlich nicht vergessen. Immer wichtig. Was habe ich da immer? Ah, das ist genau, da bin ich ja damals schon mal drauf gekommen, glaube ich. Also ja, immer dieser Nachtelfenboni, der immer wechselt. Und wir sollen hier irgendwelche Schiffe ausspähen an der Havarieküste. Wer das noch nicht gecheckt hat, ich weiß nicht, habe ich es letztens schon erzählt? Keine Ahnung mehr. Man kann hier am Anfang, direkt hier, wo mein Mauszeiger sich bewegt, kann man hier umstellen, ob man in die alten verwüsteten Lande will oder in die neuen, also so wie sie halt nach Waters of Draenor ausgesehen haben. Jetzt haben wir das ausgespielt, können wir hier wieder direkt umdrehen. Und da kann man halt changen, wenn man noch zum Beispiel den Lore Master machen will oder hier für die Events diese Münzen und so weiter farmen will, dann muss man hier einfach umstellen, weil man sonst die NPCs nicht sieht, weil zum Beispiel in der Hordenfestung ist ja nachher also NPC-Gewusel drinnen. Und da findet man dann nicht mehr recht irgendwas. So, unsere erste Quest hier schon für Enora Donnerbräu fertig. Willkommen! Was kann ich für euch tun? Würde mich natürlich freuen, jetzt kommt es mir gerade, jetzt müssen wir hier gleich wieder runter, wenn ich Level 100 erreiche und natürlich Leute, die hier meine Let's Play Serie immer schauen und vielleicht einen Allianz-Char haben, ich würde mich sehr freuen, mit euch zusammen dann Instanzen zu gehen und meinen Krieger hier gleich zu equippen, natürlich, wie gesagt, die 5er Instanzen natürlich nichts bringen, aber am Anfang schon, gleich ein bisschen Gear zu farmen und mir da die Leute ein bisschen aushelfen oder ihr einfach nur mit mir spielen wollt, können wir das natürlich tun. Hätte ich auch richtig Bock drauf, muss ich sagen. Aber jetzt mähen wir hier erstmal verderbte Worgen nieder. Und wo ist unser Bogen hier? Ah, der reicht nicht so weit hier. Boah, das Rumgeklick hier nervt immer. Die Questreihe mag ich ja nicht. Ja, der verfehlt, oder? Ja, schieß nochmal. Wenn der Bogen hier immer verfehlt, dann muss man so schnell wie möglich nochmal klicken. Ja, jetzt zum Beispiel. Weil sonst muss man den mit der Hand killen. Und das ist natürlich lästig. Lästig wie Sau. Piu! Die explodieren auch regelrecht, wenn man die trifft. Ah, das war klar, dass der verfehlt. Ah, du Wichser, ey. Aber in so einer Crit-Orgie ist das auch kein Ding. Richtig anstrengend, hier die Kamera ständig so hoch zu drehen. Booyah! Jede Menge Items hier. Ein Worg, der Eier droppt, aber ich glaube ja, das war der Geier, den ich vorher runtergeschossen habe. Außer Worgen legen Eier, das weiß ich jetzt nicht. Meine Güte, zwei Schüsse, was hat die für ein Aim? Aber jetzt, komm, boom. Ah, ich hasse diese Quest, Mann. Piu. Ah, jetzt trifft sie aber jeden Schuss, meine kleine Nachtelfe. Ah, jetzt geht's, jetzt läuft's, komm, ja. Boah, die spawnen so schnell, da braucht man sich nicht mal viel bewegen eigentlich. Ist hier gerade einer über mich drüber geflogen. Den schießen wir runter. Komm. Piu. Dich auch noch. Der trifft auch. Dann den. Komm. Ah, der hat verfehlt. Nein, schieß. Boah. Er kam gerade noch durch. Ah, jetzt. Piu. Einer noch. Komm. Triff. Yes. Dann werden hier noch die restlichen reichen Bonzenworgen umgehauen, weil die bewerfen einen hier ständig mit so komischen Münzsäcken. Jetzt, wo ich sage, macht das natürlich nicht. Aber wir läutern sie immerhin. Was macht der Wirbelwind jetzt so einen Schaden? Ja, gar nicht wenig, muss ich sagen. Gefällt mir relativ gut. Wenn der Schaden hier so hoch ist. Getrackt. So, wir brauchen wir hier noch 5 Stück. Kein Problem hier. Boom. Wer es noch nicht gesehen hat, haben wir auch eine neue Tastatur gekauft, weil es mir jetzt gerade einfällt. Und zwar, wie heißt die nochmal? G910 von Logitech. Worry on Spark. Ist richtig geil, was so mit der für ein, ist halt so ein, sagen wir mal, Nobel-Scheiß, aber
Ist richtig geil, was du mit dir einstellen kannst hier, weil du halt über RPG alle einzelnen Tasten beleuchten kannst. Das sind also Gimmicks, die man nicht wirklich braucht, aber mir gefällt sowas total. Musste ich mir natürlich sofort kaufen, obwohl ich vorher einen G19S hatte. Die habe ich jetzt auch noch als Ersatz. Falls ich wieder so ausraste, dass ich die ganze Tastatur zerreiße. So, geht sich jetzt hier noch ein Level-Up aus? Ich glaub's fast. Man sieht ja hier nie die EP, die man wirklich bekommt. Weil hier bei den 8000 normalerweise das Account-Gear nicht reingerechnet ist, wenn man es übers Quest-Interface ansieht. Das weiß ich auch noch nicht, warum das so ist, aber das sehen wir gleich, ob es wirklich stimmt, was ich da gerade laber. Weil so müssten das 8000 sein für die Quest, wo wir die Items kriegen. Da sind es 15.000 und da sind es auch 12.000. Also wie gesagt, das rechnet es nicht rein. Ui, Stärke ist natürlich unser bester Stat. Das heißt, unsere Secondary Stats, was wir da auf den Arm schienen haben, sind uns scheißegal. Eigentlich sollten wir hier noch irgendwo eine Quest haben. Ich weiß aber nicht, wo die hin ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist irgendwie da drüben, oder? Ah. Schauen wir da nochmal rein. Irgendwo sollten wir hier eigentlich noch eine Quest bekommen, die uns irgendwohin weiterleitet. Ah, genau, da ist sie. Weil ohne die Quest sieht es schlecht aus in dem Gebiet. Weil uns die eigentlich die Main Quest hier überall durchleitet dann und immer weiterbringt. Und dann ist es nicht mehr lange hin bis zur Höllenfeuer Halbinsel, beziehungsweise bis zum Burning Crusade Einmarsch. Genau, müssen wir den Speer töten. Aber das war's jetzt mit dem Let's Play. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Vergesst auch nicht, wie gesagt, mir hier auf meinen Social Media Networks zu folgen. Und wie auch schon vorher gesagt, ich sammle Fragen. Also stellt mir einfach Fragen für mein 500 Abo Special. Egal, was ihr über mich wissen wollt oder was auch immer euch so rumschwirrt, fragt es einfach. Und ich werde das dann so gut ich kann beantworten. Und wie gesagt, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.